Hallo und herzlich willkommen zum Dividendencheck. Mein Name ist Sebastian und im heutigen Video spreche ich über den kanadischen Vermögensverwalter Brookfield Asset Management. Anlass für das Video war der Letter to Shareholders vom CEO von Brookfield, Bruce Flatt, der bereits seit 2002 als CEO die Geschäfte leitet. Bruce Flatt gilt übrigens als einer der besten Value-Investoren und Brookfield wird oft als die Berkshire Hathaway aus Kanada betitelt. In der tiefsten Krise im März, April diesen Jahres bewies er wieder mal das richtige Gespür und kaufte günstig Anteile der Tochter Brookfield Property Partners zu Kursen um 10 US-Dollar, welche aktuell bereits wieder 50 bis 60% höher gehandelt werden, und machte zudem mit folgendem Zitat zu Büroimmobilien auf sich aufmerksam: Es ist lächerlich zu glauben, dass Unternehmen nicht in ihre Büros zurückkehren werden. Wer sagt, dass er nicht in Büros sein wird, ist naiv in Bezug auf den Aufbau der Unternehmenskultur. In seiner Handelsweise und dem Zitat erkennt man deutlich den Value-Faktor bzw. den konträren Investment-Ansatz, und der zurückliegende Track-Record gibt ihm bisher jedenfalls ganz eindeutig recht. Natürlich steckt hinter dem Zitat auch Eigeninteresse, da Brookfield über die Property Partners unter anderem in Office-Immobilien investiert sind. Das Geschäftsmodell von Brookfield ist nicht ganz so einfach zu durchschauen. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen und nur auf die wichtigsten Dinge einzugehen. Das Video ist keine ausführliche Aktienanalyse, sondern soll vielmehr ein Denkanstoß sein. Zum größten Teil werde ich auf die Dokumente der Investor Relations und die Website von Brookfield Asset Management zurückgreifen. Ich selber bin in Brookfield Renewables, eines der Tochterunternehmen, und in Brookfield Asset Management investiert. Leider ist es aktuell über die deutschen Broker nicht möglich, die Töchter Renewables, Infrastructure oder Property Partners zu handeln. Man müsste hier meines Wissens den Umweg über einen ausländischen Broker gehen. Wenn hier jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar. Brookfield Asset Management investiert für seine Kunden über verschiedene Fonds überwiegend in sogenannte alternative Vermögensgegenstände, insbesondere im Immobilien- und Infrastruktursektor. Brookfield beschäftigt weltweit rund 23.000 Mitarbeiter und ist in über 20 Ländern auf allen Kontinenten aktiv. Die Total Assets Under Management, also das gesamte verwaltete Vermögen, beläuft sich zum 30.09. auf 578 Milliarden US-Dollar. Oaktree habe ich hier extra aufgeführt und ist ein globaler alternativer Vermögensverwalter mit einer diversifizierten Mischung aus opportunistischen, value-orientierten Anlagen und Marktführer bei Kreditinvestitionen. Im Jahr 2019 erwarb Brookfield eine Mehrheitsbeteiligung an Oaktree und diese sind weiterhin als eigenständiges Unternehmen tätig. Das Private Equity Geschäft konzentriert sich auf die Akquisition hochwertiger, nicht an der Börse gehandelter Unternehmen mit Markteintrittsbarrieren und die Verbesserung ihrer Cashflow-Fähigkeiten durch Verbesserung der Strategie und Ausführungsoptimierung. Gute Verkaufsmöglichkeiten werden dabei wahrgenommen und natürlich günstige Gelegenheiten beim Einkauf wahrzunehmen. Die Vermögenswerte in diesem Bereich werden mit 70 Milliarden US-Dollar angegeben und diese Firmen beschäftigen 77.000 Mitarbeiter. Investiert wird, wie hier zu sehen ist, in die Bereiche Business Services, also Dienstleistungsgeschäfte. Diese umfassen die Infrastruktur, Gesundheitswesen, Bauwesen und Immobilien. Die Industrieunternehmen im Besitz von Brookfield sind unter anderem Hersteller von Autobatterien, Graphitelektroden, Mehrwegverpackungen aus Kunststoff sowie im Hygienemanagement und Entwicklung tätig. Außerdem besitzt man Wohnungsentwicklungsunternehmen in Nordamerika und Brasilien. Diese umfassen den Erwerb, die Entwicklung und den Bau von Grundstücken für eine breite Palette von Wohn- und Gewerbehochhäusern, die nach Fertigstellung veräußert werden. Weiter besitzt man große Anteile an den Tochterunternehmen Brookfield Renewables, Brookfield Infrastructure, Brookfield Properties und Brookfield Business. Brookfield Renewables ist ein Pure Play bei den erneuerbaren Energien mit Anlagen in Nord- und Südamerika, Europa, Indien und China. Strom wird durch Wasserkraftwerke, Solarparks und Windparks produziert sowie mit der Speicherung von Strom Geld verdient. Hier auf der Seite kann man sich die genauen Daten, welche Menge in den unterschiedlichen Bereichen, hier zum Beispiel 7.900 Megawatt jährlich in 219 Wasserkraftwerken produziert wird, ansehen. Ständig ist man auf der Suche nach Zukaufgelegenheiten und wächst Jahr für Jahr. Zuletzt übernahm man Terraform Power für über 10 Milliarden US-Dollar und ist nun einer der größten Produzenten von Ökostrom überhaupt. Die Aktie ist übrigens einer meiner besten Werte dieses Jahr mit über 70% Kursplus. Aber das ist noch lange nicht alles. Brookfield Infrastructure ist einer der weltweit größten Infrastrukturinvestoren und besitzt und betreibt Vermögenswerte in den Bereichen Versorgung, Verkehr, Energie und Dateninfrastruktur. Darunter fallen zum Beispiel 6,6 Millionen Strom- und Gasverteilungspunkte, Erdgas- und Elektrizitätsnetze, man erhält Mautgebühren für 4.000 Kilometer im Besitz befindliche Autobahnen sowie Vergütung für 32.000 Kilometer in Schienennetzen von staatlichen und privaten Eisenbahngesellschaften.
Außerdem besitzt man 13 Häfen. Weiter zählen noch über 50 Datencenter, 20.000 Kilometer Glasfaserkabelleitung und über 9.000 Sendetürme für die Übertragung von Mobilfunk zum Portfolio. Die Vermögenswerte betragen über 90 Milliarden US-Dollar. Und ich muss gestehen, dass ich in die Tochterinfrastructure ohne zu zögern, wenn es denn möglich wäre, investieren würde. Anfang des Jahres war das noch möglich, bis Clearstream den Handel von Limited Partnerships ausgenommen hat. Die letzte kurz vorgestellte Tochter Brookfield Properties besitzt und betreibt eines der größten Immobilienportfolios. Dieses umfasst Büro, Einzelhandels, Mehrfamilien, Logistik, Gastgewerbe, Self-Storage, Triple Net Lease, Fertighaus- und Studentenwohnheimimmobilien auf 5 Kontinenten. Die Vermögenswerte betragen über 200 Milliarden US-Dollar. Und insgesamt muss ich festhalten, dass Brookfield ein imposantes, riesiges Imperium darstellt. Wie bereits angedeutet, würde ich am liebsten Brookfield Renewables aufstocken und zusätzlich Brookfield Infrastructure investieren, wenn es denn möglich wäre. Allerdings bekommt man mit der Mutter das Komplettpaket geliefert und zusätzlich die Kompetenz vom Managementteam, die über Dekaden ihre Kompetenz unter Beweis gestellt haben. Aus der Präsentation der Investor Relations zum 30.09.2020 sieht man das jährlich steigende Fee-Bearing Capital, also das gebührenpflichtige angelegte Kapital, woraus sich die Fee-Related Earnings ergeben, die zuletzt auch durch den Zukauf von Oaktree stark gestiegen sind. Und hier sieht man unter Cash Available for Distribution and/or Reinvestment das Geld, was zur Zahlung der Dividende, die leider nur bei knapp über 1% liegt, hier rechts dargestellt, bei weitem gedeckt ist. Man hat aber angekündigt, eine Special Dividend, also eine Sonderdividende, zu zahlen. Die FFO, also die Funds from Operations, bei dem Unternehmen die wichtigste Gewinnkennzahl, wurde im Vergleich zum Vorjahresquartal um über 25% gesteigert. Insgesamt betrug der FFO knapp über 1 Milliarde US-Dollar, wobei von den Vermögensverwaltungseinnahmen 372 Millionen US-Dollar und von den vorgestellten Töchterunternehmen 559 Millionen US-Dollar beigetragen haben. Durch Verkäufe nahm man noch 162 Millionen US-Dollar ein. Insgesamt also wirklich starke und ausgeglichene Ergebnisse, wenn man bedenkt, dass die Immobilienfraktion pandemiebedingt um die Hälfte weniger zum Ergebnis beisteuerte. Interessant finde ich die Zukunftsaussichten, auf die ich noch etwas genauer eingehe. Ich gehe davon aus, dass durch die allgemein niedrigen Zinsen und mittlerweile in vielen Ländern anfallenden Strafzinsen beim Bankguthaben mehr und mehr Gelder in die Vermögensverwaltung fließen werden. Da sich nicht jeder Investitionsentscheidung, zum Beispiel in Aktien, selbst zutraut, greifen mehr und mehr Vermögende auf Asset Manager zurück. Dies könnte für weiter steigende Anlagen und natürlich Fees, also Einnahmen, sorgen. Brookfield durch seine breite Aufstellung könnte dabei besonders interessant sein. Hier rechts in der Grafik von Brookfield wird die Entwicklung und der im Laufe der Jahre deutlich höhere Anteil der alternativen Anlageklassen, also zum Beispiel Private Equity und Hedgefonds, dargestellt. Dieser Anteil betrug 2000 nur 5%. In 2019 bereits 25% und Brookfield schätzt diesen Wert für 2030 auf bereits 60%. Als zweiten Wachstumstreiber sehe ich die Ankündigung von Brookfield, das Rückversicherungsgeschäft aufzubauen und zu vergrößern. Im Brief an die Aktionäre erklärt Bruce Flatt, dass aufgrund der Zinssätze nahe Null das Risiko noch nie so gering war, in das Rückversicherungsgeschäft einzusteigen. Auch der Kauf von Oaktree hat die Kreditfähigkeiten erheblich vergrößert. Man wird zunächst die Rentenversicherung in einer Partnerschaft von American Equity Investment Life rückversichern. Dafür wird man in weiteren Schritten etwa 10 Milliarden US-Dollar erhalten und versuchen, diese gewinnbringend anzulegen und die Sätze, die man für die Verbindlichkeiten zahlt, zu übertreffen. Zudem kündigte man den Spin-off der neu gegründeten Gesellschaft Brookfield Asset Management Reinsurance an. Jeder BAM-Aktionär soll im ersten Halbjahr 2021 für jede gehaltene Aktie eine neue Brookfield Asset Management Reinsurance erhalten. Und zum dritten möglichen Wachstumstreiber? Laut dem CEO blickt Brookfield Infrastructure Partners auf den Beginn eines Superzyklus für Infrastrukturinvestitionen. Regierungen haben und machen große Schulden, um die Krise des Abschwungs und aktuell ganz besonders die Corona-Krise zu überstehen. Als These behaupte ich, dass einige Regierungen, um von den Schulden runterzukommen, gezwungen sind, Infrastrukturwerte wie zum Beispiel Mautstraßen, Häfen oder Schienennetze zu verkaufen und zu privatisieren. Brookfield würde dann mit Sicherheit an vorderster Front aufgrund gut gefüllter Kassen von derzeit einsetzbaren Mitteln in Höhe von 76 Milliarden US-Dollar stehen. Außerdem sieht das Management als konträrer Investor innerhalb der nächsten Monate attraktive Möglichkeiten, zum Beispiel günstige Käufe von angeschlagenen Flughäfen oder ähnlichen Infrastrukturwerten tätigen zu können.
Zusammengefasst also wirklich interessante Einblicke, an denen uns Bruce Flatt teilhaben lässt und eine Investition in das Unternehmen aufgrund der Zukunftsaussichten attraktiv erscheinen lassen. Riskant bleibt aus meiner Sicht gerade zur aktuellen Zeit der hohe Anteil an Immobilien im Portfolio, zu denen wie gesagt auch Shopping-Malls und Büroimmobilien zählen. Und man kann davon ausgehen, dass aus diesem Grund der Kurs in den letzten Monaten gelitten hat und Anleger einen Bogen machten um Brookfield. Alleine im November hat der Kurs aber um fast 50% zugelegt. Also Glückwunsch an alle, die hier noch rechtzeitig bei diesem aus subjektiver Sicht tollen Unternehmen zugeschlagen haben. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen und natürlich auch über ein Abo. Und ganz zum Schluss meine Warnung an alle Zuschauer. Ich bin selber in Brookfield Asset Management und Brookfield Renewable Partners investiert. Ich gebe keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung ab. Der Kauf und Verkauf von Aktien kann zu Verlusten bis hin zum Totalverlust führen. Und bei meinen Kommentaren und Einschätzungen kann ich Fehler leider nicht ausschließen. In dem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Video.